Das Haus Bieger macht trotz guter Lage keinen Umsatz. Niemand weiß warum. Doch für alle ist offensichtlich, Köchin und Chefin Petra arbeitet chaotisch. Wieso wolltest du das gleich machen? Ich wollte das also erst draufstellen, dann den Rest draufstellen. Weiß ich auch nicht warum. Das sind so Gedanken, die man nicht, einfach nicht hat. Also, du kochst ziemlich planlos, ne? Und das seit 4 Jahren. Auch die erwachsenen Kinder packen im Haus Bieger mit an und haben resigniert. Die guckt sich hier kaputt. Also die steht hier wirklich von morgens bis nachts und es bleibt trotzdem nichts übrig. Petra ist auch Geschäftsführerin. Allerdings hat sie keine Ahnung von Finanzen und verkauft viel zu große Portionen. 387? Ja, das Einzige, was ihr bis dato mit eurer Mutter, die ich sehr schätze und verehre, ja, in der Küche machen könntet, ja, wäre Fesseln, damit sie hier bloß nichts mehr anrichtet. Mann! Frank Rosin kocht seit 28 Jahren mit Leidenschaft und dabei gibt er immer 100%. Nicht ohne Grund hat er seit 6 Jahren einen Stern und sein eigenes Haus Rosins wurde vergangenes Jahr zum Restaurant des Jahres gewählt. 4 Tage wird Frank Rosin mit dem Team des Haus Bieger arbeiten, um das Restaurant vor der Pleite zu retten. Ich bin heute in Kamp Lindfort, das liegt so ein bisschen an der Grenze des Ruhrgebiets, auf dem Weg zum Restaurant Haus Bieger, gerade ums Eck von diesem wunderschönen Klostergarten. Von dort hat mich Vanessa gerufen, das ist nicht die Chefin des Lokals, sondern die Kellnerin. Und die hat mir gesagt, hier herrscht totales Chaos. Und Chaos, bin ich genau der Richtige. Ich kann das nämlich regeln. Neben dem Klosterkamp liegt das Restaurant Haus Bieger. Direkte Lage neben einem Touristenmagnet und trotzdem fehlt der Umsatz. Das Haus Bieger ist gleichzeitig auch das Zuhause der Chefin und ihrer ganzen Familie. Kellnerin Vanessa kann nicht mehr mit ansehen, wie die Familie Gefahr läuft, alles zu verlieren. Meine Chefin, die Petra, die gehört das Haus hier. Ja. Und die ist total überfordert. Die ist in der Küche total überlastet. Essen dauern zu lange, die Gäste beschweren sich nachher, wenn es über eine Stunde natürlich dauert. Zu Frank Rosins Überraschung kommen ab und zu gleich ganze Busmannschaften. Doch Chefin Petra kann die Gruppen nicht schnell genug bewirten. Viele gehen dann wieder. So ein Objekt, sag ich mal, braucht eine bessere Organisation. Dann ist Petra total überfordert. Ich bin irgendwann auch überfordert und dann bricht ihr irgendwann alles zusammen. Die 41-jährige Vanessa will, dass sich endlich etwas ändert. Chefin Petra arbeitet nicht professionell genug und ist nicht organisiert. Sie führt das Restaurant Haus Bieger seit 4 Jahren. Damals hat sie das ganze Haus gekauft und damit nicht nur das Restaurant erworben, sondern auch die Wohnung für die komplette 3-Generationen-Familie. Vielleicht kannst du mir auch noch mal ganz kurz sagen, was sind die Probleme und was ist wirklich, was ist eigentlich hier im Argen? Also mein Problem ist, dass ich mich hier etwas überfordert fühle oder total überfordert fühle, gesundheitlich, physisch und psychisch und bräuchte dringend Unterstützung, weil ich will ja auf gar keinen Fall weg, das ist hier. Ich habe nie gesucht, aber ich bin angekommen und meine Kinder, Enkelkinder, alle leben hier und wir wollen hier leben, weil es ist total schön hier, aber ich schaffe es alleine nicht. Petra und ihre Familie wohnen und arbeiten hier. Nicht nur die beiden Kinder leben hier mit ihr. Tochter Nadine ist verheiratet und hat bereits 3 Kinder. Sie alle sind abhängig davon, dass das Haus Bieger endlich schwarze Zahlen schreibt. Sonst verlieren sie ihr Dach über dem Kopf. Ja, erstmal hallo. Hallo. Wer seid ihr denn alle? Ja, ich bin der Nico, der Sohn. Der Sohn. Genau. Meine Chefin. Genau. Okay, du? Ja, ich bin die Saskia. Die Saskia? Und ich bin Nadine, die Tochter. Und du, der Sohn, was machst du hier? Ich arbeite meistens im Service. Ja. Und zwischendurch gehe ich auch einkaufen und erledige so andere Sachen noch. Okay. Und du? Ich bin der Springer, ich mache hier alles. Du machst alles? Wo halt Not am Mann ist. Okay. Heute Abend kommen 20 Testesser. Das gleicht einer Reisegruppe, mit der Petra und ihr Team meist Schwierigkeiten haben. Das sind Menschen, die hier in der Region leben und die alle noch nie hier waren. Die Testesser werden das Können des Teams genau beurteilen und Frank Rosin bei der Analyse der Schwachstellen helfen. Und zwar anhand eines 3-Gang-Menüs, das sich die Belegschaft jetzt überlegen soll. Das Fischbein, da machen wir die Zitronensoße, die wir immer machen dazu. Mhm. Die Kartoffeln schälen, sparen wir uns, machen wir einfach Petersilienkartoffeln und Salat. Also. Was gibt's jetzt? Dann machen wir frischen Fisch, machen die Zitronensoße, die wir immer haben, und die Suppe, die wir immer haben. Bedeutet eine Tomatensuppe, danach Fisch mit Zitronensoße und anschließend Panna Cotta. Okay, super. 3 Stunden habt ihr. Ich wünsche euch viel Spaß beim Kochen. Und ich bin gespannt, wie es schmeckt. Ich auch.
Okay, dann trinke ich jetzt noch einen Kaffee und dann geht's los. Während sich Petra erst noch einen Kaffee genehmigt und sich gut im Zeitplan sieht, weiß Kellnerin Vanessa, dass genau der die große Herausforderung ist. Das schnelle Bewirten von Gruppen ist schließlich Petras größtes Problem. Da macht man sich immer ein bisschen Sorgen, dass das wirklich reibungslos läuft. Also ich sage, einerseits klappt's, aber andererseits mache ich mir Sorgen, dass das mit der Gangabfolge nicht so funktioniert. Aber du bist ja sehr entspannt, ne? Sehr entspannt. Heute Abend Testessen. Wirkt das wirklich so? Also ich finde schon, weil holst dir einen Kaffee, fummelst hier rum. Also was mich brennend interessiert, wie viel Schulden hast du? Ganz ehrlich gesagt, so auf Anhieb kann ich ja gar nicht beantworten, weil ich gucke eigentlich immer so, dass ich das immer so für Monat so mehr oder weniger schaffe. Ja, lass uns doch mal gucken. Du hast das Haus. Ja. Wie viel sind da noch? 184 so, oder? Gut. Dann? Nochmal für den Umbau, für Nikos Wohnung. Und meine, die irgendwann vielleicht auch mal fertig ist, nochmal 60.000. 244. 244.000 Euro Schulden. Eine gewaltige Summe. Was verdienst du im Monat? Ich glaube nicht. Ich weiß gar nicht. Ich habe über die Zahlen eh gar keine Ahnung. Ich wirklich nicht. Ich weiß nicht, was so überbleibt. Das ist nicht dein Ernst, ne? Doch. Eine Gastronomin, die ihre Bilanzen nicht ansatzweise kennt. Ein Desaster. Papiere ist mir ganz fremd. Du bist 49 Jahre alt, ne? Mhm. Ich könnte das. Das ist eine Sperre, die ich habe. Ich könnte. Das ist schon wirklich eklatant, das muss ich dir leider sagen. Ja. Es ist das A und O, dass man seine Zahlen kennt. Für Petra geht es nicht nur um den Job, sondern auch um die Bleibe der ganzen Familie. Also ich mache das ja auch gerne und ich bin ja auch bereit. Nur ich stoße halt oft an meine Grenzen. Und mir tut alles weh und ich weiß nicht, wie ich wegkomme. Was heißt Grenzen stoßen? Wie sieht das aus? Dass ich manchmal nicht mehr weiß, komme ich jetzt die Treppe hoch, weil mein Körper schmerzt und ich auch total nervös und überfordert bin. Und manchmal, wenn dann so, ich weiß, die Leute gehen, weil ich das Essen nicht so schnell schaffe und so, fühle ich mich so unter Druck gesetzt, das schmerzt dann auch irgendwie. Wenn du über dich selber auch so enttäuscht bist, weil die Leistungen, die Leute erwarten, die kommen ja mit einer gewissen Erwartung hin, wenn ich die nicht bringen kann. Ne? Petra und die Kinder arbeiten von früh bis spät im Restaurant. Petra ist Chefin und Köchin gleichzeitig. Oft weiß sie nicht, woher sie die Kraft nehmen soll, das alles zu stemmen. Es ist ja enorm wichtig, dass das hier erhalten bleibt. Ja. Und dass die Kinder hier ihre Heimat finden und ihr auch hier eure Heimat habt. Wenn ich hier weg müsste, das wäre ein kleiner Tod, echt. Wenn die gelernte Verkäuferin weiterhin Gäste verliert, dann ist die Katastrophe vorprogrammiert. Sie wird die Schulden nicht abbezahlen können und das Haus verlieren. Petra sorgt sich um ihre Existenz und die ihrer Kinder. Ist schon wirklich rührend, wie Petra sich um ihre Familie kümmert. Echt schön. Gefällt mir. Aber genauso brodelt es auch in mir. Ja? Nicht nur, dass sie keine Ahnung von den Zahlen hat, sie will es auch nicht wissen. So fährt sie die Karre gegen eine Wand. So geht sie pleite. Ja? Ich hoffe, sie hat wenigstens Ahnung vom Kochen. Das gucke ich mir jetzt mal an. Petra steht jeden Tag von 10 bis 22 Uhr in der Küche. Unterstützt wird sie von Tochter Nadine. Für das Dreigang-Menü beginnt die Chefin mit der Vorspeise Tomatensuppe. Und zwar recht unkonventionell. Die püriere ich jetzt, die Tomaten. Und dann? Dann koche ich das alles zusammen und dann schütte ich das durch ein Sieb. Du hast da eine Brühe. Ja. Und hier hast du Tomaten. Genau. Und jetzt kippst du das zusammen und dann ist das die Tomatensuppe. Genau. Aber die Kräuter. Das möchte ich gerne gleich probieren. Ja, das ist lecker. Bei so einem Rezept. Das ist lecker, ehrlich. Ich habe nicht gehört. Bist du dir sicher? Ja. Habt ihr das auch schon mal probiert? Ja. Und? Schmeckt. Ja? Mhm. Und ihr seid sicher, dass man euch nicht die Geschmacksnerven durchgeschnitten hat nach der Geburt? Ich hoffe nicht.